Und zwar, wieso bist du nicht mehr im Gomme-Team? Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Frag-Freaks-Video. Ja, im Hintergrund seht ihr gerade irgendein Gameplay oder irgendwie so ein Video, irgendwas halt, was mein Getalk hier so ein bisschen unterstützen soll. Und ja, wir machen heute mal wieder ein kleines Frag-Freaks-Video. Und ja, ihr habt mir fleißig Fragen auf Twitter unter dem Hashtag FragFreaks gestellt. Falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgen solltet oder ja, noch gar keinen Twitter-Account habt, macht euch auf jeden Fall ein. Twitter ist echt eine geile Plattform, mag ich sehr gerne und deswegen folgt mir da auch gerne, Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt fangen wir an mit euren Fragen und zwar fragt der Pascal, hast du früher mal Pokémon gespielt? Pokémon habe ich eigentlich nie so gespielt, weiß ich nicht. Pokémon war nie mein Spiel. Was ist dein Lieblingsmod? Modi in Minecraft, fragt der Mert Turan. Und zwar ist das, glaube ich, Bad Wars? Ja, Bad Wars. Bad Wars macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dann fragt der Manuel, wie bist du auf YouTube gekommen und gibt es schon Ideen für einen neuen, für neue Spielmodi? Wie ich auf YouTube gekommen bin, das war einfach so, also quasi, wie ich jetzt früher rein auf YouTube gekommen bin. Ich habe immer früher auf YouTube Happy Tree Friends geguckt. Falls das jemand von euch kennt, kann er das ja mal in die Kommentare schreiben. Und das war eigentlich immer echt witzig. Und deswegen, keine Ahnung, und dann ja, irgendwann, lalala, ne? Und ja, dann fragt der Verdi, wie auch immer, machst du bei Varo 3 mit? Ja, Varo 3, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Keine Ahnung, und ich bin nicht eingeladen, wenn es das jetzt irgendwann geben sollte. Im Moment zumindest nicht. Dann fragt die Melori, bin ich zu spät? Nein, natürlich nicht. Dann fragt der Sifi LP, wie lange machst du schon YouTube jetzt? Seit 2 Jahren und ein bisschen, glaube ich. Seit 2012. Schon fast seit 3 Jahren dieses Jahr, also ist schon seit 2,5 Jahren so ungefähr und schon ein bisschen länger. So, und jetzt kommt eine Frage, die wirklich viele von euch interessiert. Ich sehe sie ständig unter Videos und. Und wenn jemand das gerne wissen möchte oder wenn das nochmal jemand fragt, verlinkt ihn zu diesem Video hierhin, weil das ist echt ein bisschen nervig. Und ich finde auch immer die Leute, also erstmal die Frage jetzt, und zwar stellen sie wahrscheinlich auch noch ein paar mehr. Und zwar, wieso bist du nicht mehr im Gomme-Team? Ist die Frage, die wahrscheinlich viele interessiert. Hier einfach so. Und ja, also ich finde es ein bisschen blöd, dass immer Leute, also es gibt ja immer Gerüchte. Gerüchteküche ist immer mega ätzend. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich hätte Streit mit Gomme, ich hätte Streit mit irgendwem, ich hätte dies, das, jenes, welches, irgendwas, ja? So, ich erkläre jetzt mal, warum ich nicht mehr im Gomme-Team bin. Also, es ist einfach so, ich bin schon seit mehreren Monaten echt nicht mehr viel aktiv gewesen, habe nicht mehr viel im Gomme-Team gemacht, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür hatte. Und dann irgendwann kam halt der Tag, an dem wir dann mal ein Gespräch geführt haben und da habe ich dann auch gesagt, oder von beiden Seiten kam dann ja gut, okay, es bringt ja nichts, ich bin ja inaktiv gewesen. Ich habe einfach keine Zeit mehr für den Server gehabt oder keine Zeit mehr, die ich investieren konnte. Deswegen, ja, sind wir quasi im gegenseitigen Einvernehmen auseinandergegangen. Es ist alles cool mit den Leuten. Ich habe keinerlei Streit und nichts. Ich habe ja danach auch schon ein Video mit Gomme gebracht. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Leute dann immer sagen, mehr hast du Streit mit Gomme, mehr hast du Streit mit dem, hast du Streit mit dem. Man hat ja nicht immer direkt Streit, weil irgendwas endet. Deswegen, das ist jetzt mal kurz die Erklärung. Ich hatte einfach keine Zeit, war echt inaktiv und deswegen, ja, bin ich nicht mehr im Gomme-Team. Habe jetzt den YouTuber-Rang, deswegen nicht wundern, dass ich lila bin. Ist halt so, ne? Und, ja. Genau, das war die Erklärung zum Ganzen. Und ja, dann fragt der Spy Speak, siehst du in ungefähr genauso aus, also in echt ungefähr genauso aus wie dein Skin vom Gesicht her? Nee, ich glaube nicht. Also nicht, nee, das kann man nicht vergleichen. So, dann fragt der Jack Leo mit, wie nimmst du auf? Programme und Co. Aufnehmen tue ich mit Fraps und Audacity, schneiden tue ich mit Adobe Premiere, meine Thumbnails mache ich mit Adobe Photoshop und ja, manchmal nehme ich auch meine Audio nicht mit Audacity, sondern mit Audition auf. So,
Ja, dann The Mika Wolking fragt, machst du Sport? Wenn ja, welchen? Ja, also ich gehe jetzt demnächst mal ins Fitnessstudio ein bisschen Sport machen und ja, kann man einfach mal so hier kurz sagen, ne? So, dann fragt The Disaster, ja, für was würdest du mit allen sozialen Netzwerken als Freaks aufhören, beziehungsweise als ein anderer neuer Anfang? Ich glaube für nichts eigentlich, weil ich meine, ihr Leute, ich habe eine geile Community und warum sollte ich dann mit allem aufhören und dann als ein anderer neuer anfangen? Das ist, weiß ich nicht, ich sehe es nicht so, keine Ahnung. Okay, so, dann fragt die Emmy, wer war der erste YouTuber, den du regelmäßig geschaut hast? Alter, das ist schon so ewig her, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gronkh habe ich früher echt regelmäßig geguckt, die Minecraft-Let's Plays. PizzaMeat habe ich früher geguckt, die Minecraft-Let's Plays. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Das ist ewig her, Leute. 3 Jahre mindestens, wo ich wahrscheinlich die ersten YouTuber regelmäßig geguckt habe. Ich habe keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsessen, fragt der Michael. Der Michael fragte wieder ein bisschen. Und mein Lieblingsessen, ja, ist eigentlich Grünkohl. Also Grünkohl mag ich sehr gerne, natürlich auch Fastfood. Fastfood und Co. Ja, Fastfood, natürlich Döner, Pizza, alles Mögliche. Und ja, hier fragt der Panikkicks LP auch nochmal, hey, warum bist du kein Admin mehr? Habe ich ja gerade eben schon erzählt. Dann der Gabo HD fragt, magst du Kekse? Natürlich, Kekse sind lecker. Dann fragt der Spy Freak, wann kommt das Frag Freaks Video ungefähr? Jetzt! Es ist da! Yeah! Ja. Dann fragt der Ardian, glaube ich, was würdest du tun, wenn du mit YouTube aufhören müsstest? Wieso müsste ich denn mit YouTube aufhören? Das ist ja auch die Frage. Gut, wenn es zeittechnisch vielleicht nicht hinhaut, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ich dann tun würde. Dann würde ich, wenn ich müsste, müsste ich natürlich aufhören, ja, aber ich will ja gar nicht aufhören. Mir macht YouTube immer noch Spaß, so wie eigentlich am ersten Tag und deswegen, und es wird ja auch jeden Tag geiler, finde ich, und ja, so, so, dann, der Spy-Speak hat hier echt viel gestellt, und zwar, in welcher Stadt wohnst du? Das sage ich natürlich nicht, weil ich meine, ne, Privatsphäre und so, das nee, auf jeden Fall nicht. Das macht auch kein YouTuber. Wieso sollte man sagen, außer man wohnt wirklich in einer Großstadt, so wie Köln oder so, ne? Aber nee, so. Was ist deine Lieblingsfrage? Lieblingsfarbe, fragt die Sarah. Blau oder grün? Weiß ich nicht. Wie geht es dir? Fragt die Sarah nochmal. Natürlich immer gut. Wie immer, der Raseri oder Dennis fragt, welcher ist dein Lieblingsfilm und warum? Mein Lieblingsfilm? Ich habe eigentlich gar keinen Plan. Also, was ich so für Filme gerne gucke, ist auf jeden Fall Comedy. Comedy gemischt mit Action ist auch geil. Und ich habe eigentlich keinen Lieblingsfilm. Keine Ahnung. Die Nissi-Line fragt dann, wurdest du schon mal an deiner Stimme erkannt? Nee, wurde ich auch noch nicht. Der Spy-Speak fragt nochmal, was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist Eistee. Eistee trinke ich sehr gerne. Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen, fragt der LOL Club, wie auch immer. Idee haben mir da, glaube ich, andere YouTuber, also ich weiß nicht mehr, wen genau ich da mal geguckt habe oder was. Auf jeden Fall fand ich es da lustig aus, hab angefangen und ja, ne, so ist es dann passiert. Dann fragt der Tom LPs noch, wie bist du damals auf YouTube gestoßen? Ja, durch Kumpels. So habe ich YouTube das erste Mal kennengelernt. Ich kannte YouTube noch gar nicht und dann so, keine Ahnung, Ewigkeiten her, da bin ich dann mal so ganz früher auf YouTube gestoßen. Würdest du heute noch livestreamen? Nee, habe ich leider keine Zeit zu. Welchen YouTuber schaust du am liebsten, fragt die Nissi-Line. Weiß ich gar nicht. Es gibt so viele Leute. Ich habe, glaube ich, mit Freaks LP so viele Leute abonniert. Und ich habe meistens, also keine Ahnung, ich schaue eigentlich alles so mehr so Real-Life-mäßig. Nicht unbedingt
Minecraft mehr, sondern mehr so in Richtung Real Life. Aber ich gucke natürlich auch noch Minecraft selber, aber mehr so eher in Richtung Real Life, also so ein bisschen raus aus Gaming. Aber ich gucke natürlich auch noch Gaming, aber nicht so viel wie Real Life Sachen. So, wann kommt das Video? Jetzt. Tim fragt, hast du vor, Koch oder andere Spiele außer Minecraft zu Let's Playen? Nee, eigentlich im Moment noch nicht. Kann sein, dass sich das vielleicht bald mal irgendwann ändert, wenn vielleicht mal ein cooles Spiel rauskommt oder so. Vielleicht kann es ja mal sein, weiß ich nicht. Oder dass ich mal irgendwas anderes hochlade, so wie Happy Wheels oder so. Kein Plan. Hast du ein Haustier? Wenn ja, welches? Fragt der Tristan. Und zwar habe ich 3 Perserkatzen. Yoshi fragt, wie gefällt dir deine PC-Ausrüstung? Wäre nett, wenn du antwortest, bleib geil. Natürlich mega geil. Also Leute, ey, es ist einfach so nice, dieser PC. Es macht einfach so Spaß, mit ihm zu arbeiten oder mit ihm hier aufzunehmen und Co., weil es läuft einfach alles so krass flüssig. Das bin ich einfach von meinem alten PC überhaupt gar nicht gewohnt. Und deswegen, ich bin super zufrieden. Am Wochenende gibt's das PC-Video. Ich denke mal, ich nehme es morgen auf und dann kommt es vielleicht Samstagmorgen um 10 oder so, mal gucken. Aber es kommt auf jeden Fall am Wochenende. Ich möchte dieses PC-Video machen, aber ich habe zum Beispiel keine Softboxen oder so. Deswegen muss es hell sein am besten und sowas. Und beziehungsweise ich muss hier mit Lampen irgendwie rumhantieren. Das wird auf jeden Fall witzig. Und so, es haben auch Leute gefragt, einfach ob ich, wie heißt denn das, ob ich, mich dann zeigen würde in Real Life. Nein, natürlich nicht. Ich zeige einfach nur meinen PC. Also, es gibt kein Real Life Video von mir, sondern quasi so ein bisschen Real Life ist es ja schon. Aber ich zeige mich nicht, ne? Wenn du eine Superkraft hättest, diese aber täglich nur 15 Minuten benutzen darfst, welche wäre das? Fragt der Blue Fighter. Ich glaube, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Weiß ich nicht. Dann fragt der Phantom 208, wirst du deinen Minecraft-Account Mr. Pat umbenennen? Nee, ich glaube nicht. Arthur Bala fragt, wie groß bist du? Ich habe keine Ahnung. Größer, kleiner? Ich weiß es echt nicht. Ich kann das nicht schätzen. Ich wollte gerne wissen, wie du es finden würdest, wenn du 2 Monate lang kein Internet hättest. Fragt der Spicebeak. Das wäre auf jeden Fall scheiße. Also da würde ich, glaube ich, jeden Tag in der Leitung hängen, wenn es zum Beispiel bei meinem Anbieter Probleme geben würde oder so. Würde jeden Tag da rummeckern, rumnerven, also bis das kommt. Dann nochmal der Florian Diek. Mach mal bitte was mit Edveni Troll. Wäre voll geil, meine 2 Lieblings-YouTuber in einem Video. Ja, ich kann ja mal den Venicraft vielleicht anschreiben, wenn das vielleicht mehrere von euch wollen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und ja, da fragt auch schon einer, der Skill-Exa fragt, kannst du dich am Wochenende komplett in Real Life, kann man dich komplett in Real Life sehen? Nein, natürlich nicht. Sind schon Projekte in Planung, fragt der Paul. Im Moment noch nicht. Warum bist du so cool? Der fragt der Phantom, keine Ahnung. Die Jule fragt, alles klar bei dir? Ja, klar. Catch It fragt, wie findest du es, dass man seinen Minecraft-Nicknamen jetzt ändern kann? Es ist echt geil. Finde ich nice. Auf jeden Fall super Neuerung. Und dann fragt als letztes noch der Spicebeak, wann hast du Geburtstag? Geburtstag habe ich am 1.6. Und ja. Dann hier noch ein paar alte Fragen vom 10. Januar, die ich noch gar nicht beantwortet habe. Beziehungsweise, ne? So. Und zwar, herzlichen Glückwunsch, Pat, zu 0,1 Millionen Abonnenten. Ja, auf jeden Fall schreibt der Gryden Kevin, Dankeschön, spielst du League of Legends? Wenn ja, was ist deine Main Role Elo? Ich spiele kein League of Legends, sorry. Wirst du in ferner Zukunft mal bei Varum mitmachen? Fragt noch der XX Dreamy XXXLP. Weiß ich nicht. Wenn ich eingeladen werde, bestimmt. Aber ja, das
werden wir dann sehen. Und ich würde mal sagen, wenn euch hier dieses kleine, spontane Fragfreaks-Video gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen und schaffen wir vielleicht für diese spannenden Fragen die 700 Likes. Ich mache das jetzt einfach immer einen höher, bis zu den 1000er hoch, glaube ich. Also knacken wir vielleicht die 700 Likes und ja, ich weiß noch nicht, ob ich die ganzen Fragen einblenden werde, weil es ist schon wieder 19.37 Uhr und das Video soll nicht so spät kommen. Deswegen entschuldigt es wirklich, wenn die Fragen nicht eingeblendet wurden. Das würde dann beim nächsten Mal passieren. Und wenn ihr auch bei einem Fragfreaks dabei sein wollt, dann schreibt gerne mir auf Twitter oder beziehungsweise folgt mir auf Twitter und seht den Tweet dann mit, wo ich dann schreibe, ja, ich will mal wieder Hashtag Fragfreaks machen. Schreibt mir doch Themen oder beziehungsweise Fragen. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, macht's gut. Bye, bye, tschüss.